Digitalisierung trifft uns alle und täglich. Für Ihren Arbeitgeber und für Ihren Arbeitsplatz damit ist die digitale Transformation mehr und mehr ein Existenzthema. Es gibt ja den Satz Go Digital or Go Home und da ist sicherlich was dran, übrigens auch für die Messe München. Wir arbeiten auch an den Themen, das Messegeschäft mehr und mehr zu digitalisieren. Wir digitalisieren unsere internen Geschäftsprozesse. Denken Sie an die Abwicklung von Messen. Denken Sie an unseren Webshop, mit dem die Kunden die Produkte, die sie für die Messe brauchen, kaufen können. Wir steigern das Messeerlebnis unserer Besucher und Aussteller mittels digitaler Produkte. Denken Sie an Apps zur Besucherführung, zur Vermittlung von Kontakten auf Messen. Das sind Gebiete, auf denen wir tätig sind zum Nutzen unserer Kunden. Und nicht zuletzt wollen wir auch zukünftig mit digitalen Produkten Geld verdienen. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, als Messe München innerhalb der nächsten 5 Jahre 5% unseres Umsatzes mit digitalen Produkten zu machen. Also die Tatsache, dass Chips immer leistungsfähiger, kleiner und günstiger werden, das hat ja schon das sogenannte Moore'sche Gesetz besagt, wonach Computerchips im Zeitraum von 18 bis 20 Monaten jeweils ihre Leistungsfähigkeit verdoppeln. Moore selber hat ja gesagt, 2007, Sie haben es gerade gesagt, er sieht selber sein eigenes Gesetz dem Ende zugehen. Es ist allerdings jetzt auch schon wieder 10 Jahre her und die Technologie hat halt neue Wege gefunden, eben letztlich die Leistungschips, die Computerchips eben auf dem Weg weiter kleiner, leistungsfähiger und gleichzeitig günstiger zu machen. Das sind halt nicht dieselben Technologien, die Moore seinerzeit kannte, sondern das sind neue Technologien. Und wenn wir mal schauen, generell in der technologischen Entwicklung, Grenzen hat es bisher eigentlich in kaum einem Bereich gefunden, sondern es ging immer noch weiter, schneller, höher. Mit Elektroniker, Produktroniker und Automatiker veranstalten wir ja internationale Leitmessen auf dem Gebiet der Elektronik, der Elektronikfertigung, der Robotik und der Automatisierung. Und auf diesen Messen ist die Digitalisierung sowohl in Endprodukten als auch in der Fertigung, das Stichwort hier ist Industrie 4.0, zentrales Thema. Und es ist schon beeindruckend zu erleben, welche Anwendungen heute bereits möglich sind und welche Anwendungen in Zukunft auf den Markt kommen werden. Denken Sie nur an die Entwicklung autonomer Fahrzeuge oder die Entwicklung einer intelligenten Stromversorgung im Rahmen der Energiewende. Hier sind unsere Messen ganz klar ein Schaufenster der Zukunft. Wir sind vor allem mit unseren Ausstellern in engem Kontakt. Wir sind ja in den jeweiligen technologischen Entwicklungen nicht die Experten als Messegesellschaft. Das wäre etwas viel verlangt. Deswegen ist es für uns unheimlich wichtig, ganz nah am Kunden dran zu sein und ständig zu reflektieren, wie wir unsere Messen für die Belange der Kunden, der Aussteller, der ausstellenden Unternehmen besser machen können. Und da sieht man dann auch in Entwicklungen, dass eine Messe heute nicht mehr die Besetzung von reiner Ausstellungsfläche ist, sondern wir bringen immer mehr Wissen, Wissenstransfer durch Foren, durch Kongresse in die Messen rein, um einfach dem gesteigerten Informationsbedürfnis der Kunden, sprich der Besucher der Messen und damit auch der Aussteller gerecht zu werden. Also Messen sind heute nicht mehr das, was sie noch vor vielleicht 20, 30 Jahren waren, sondern hat sich schon viel verändert und wird sich sicherlich auch noch weiteres tun. Die nächste Zeit, eben damit wir weiter so erfolgreich bleiben, wie wir heute sind.